Eventuell führt Niantic bald eine weitere Möglichkeit ein, wie man Ingress-Portale und Pokémon Go Pokestops und Arenen hinzufügen kann. Außerdem, hohe Wettkampfpunkte bedeuten nicht unbedingt, dass es ein starker Verteidiger ist. Letterking. Dann, was haben wir noch? Einige Infos und News zum Wetter, damit gesagt und wenig Pokémon Go. Wo fange ich an? Ich fange direkt bei der Jobausschreibung, bei der Stellenausschreibung an. Während man im Hintergrund natürlich einige neue Pokédex-Einträge der dritten Generation sieht. Außerdem habe ich mich am Ende dann noch auf einen Raid gestürzt, welcher den Typ Fee als Schwäche hat. Und es war gerade ein Wetter aktiv, welches Fee positiv beeinflusst. Bedeutet also ca. 20% mehr Schaden. Genau. Das heißt, die Raids kann man so dementsprechend timen, wenn man sieht, keine Ahnung, Raid XY schaffe ich normalerweise nicht solo, aber jetzt werden gerade genau die Typen beeinflusst, die man gegen diesen Raid-Gegner benötigt, dann kann man es doch wagen. Oder aber, es muss nicht nur um Solo-Raids gehen, man benötigt dann anstelle von 4 oder 5 Leuten für Raid XY nur noch 3 oder 4 Leute. Also, wer einen Job sucht. Niantic hat eine Stellenausschreibung für einen Full-Stack-Web-Engineer. Und da steht dran, dass er eine Web-Applikation entwickeln soll, die es Millionen von Nutzern ermöglichen soll, irgendwelche Daten anzusehen oder einzureichen für Points of Interest. Also zum Beispiel Pokestops und Portale. Das hört sich jetzt für mich danach an, das habe ich auf Reddit gefunden, hört sich für mich danach an, dass Niantic jemanden einstellen möchte, der hier, weiß nicht, zum Beispiel Pokestop-Einreichung.com und da kann man dann den Antrag stellen, loggt man sich vielleicht mit seinem Google-Account ein oder mit seinem Pokémon Trainer Club und dann können andere Leute ab Level XY diese Einreichungen bewerten. Sind die korrekt, sind die nicht korrekt, also so ähnlich wie in Ingress eben auch möglich. Vielleicht portalübergreifend, denn, oder spielübergreifend, denn es wird ja auch Harry Potter Wizards Unite kommen und so weiter. Deshalb diese Datenbank an Orten, an Arenen, an Portalen, an Points of Interest im Allgemeinen, das ist im Prinzip das Kapital von Niantic. Und das ist auch der große Vorteil im Vergleich zu anderen Augmented Reality Spielen, denn die haben sowas nicht und da ist Niantic denen natürlich meilenweit voraus. Aber nicht zu viel Hype, mal schauen, das ist nur eine Stellenausschreibung. Wenn wir schon bei Dingen von Niantic sind, die haben ihren Hilfeartikel bezüglich Raids, im speziellen X-Raids erweitert, ist momentan nur auf Englisch verfügbar, da sind die ganzen Raid-Pässe beschrieben, der Gratis-Raid-Pass, der Premium-Raid-Pass und dann noch der X-Raid-Pass. Da steht dran, um diesen zu erhalten, muss man vorher recently, also kürzlich, einen Raid-Boss bei dieser Arena bezwungen haben. Dann steht nochmal dran, um die Chancen zu erhöhen, sollte man viele verschiedene Arenen anpeilen und außerdem der Arena-Orden erhöht die Chance. Also je besser der Orden ist, desto höher die Chance. Wissen wir im Prinzip alles schon. Jetzt nochmal im offiziellen Hilfeartikel zusammengefasst. Ich muss sagen, ich traue der ganzen Sache nicht so ganz, denn so häufig liest man, dass die Leute mit Goldarenen da gar nicht eingeladen wurden, aber zig Leute mit Bronze und Silber. Also die Wertigkeit des Arena-Ordens ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ein bisschen Glück haben. Aber momentan ist dieser Faktor Arena-Orden kaum relevant, wenn man das so sieht, dass die Goldleute noch immer keine Einladung haben, aber ihre Freunde, die am selben Tag, zur selben Uhrzeit diesen Raid bewältigt haben, mit Bronze eine Einladung erhalten haben, das spielt nicht so ins Gewicht. Einfach weiter versuchen, Glück haben, Pech haben, wie auch immer und dann Daumen drücken für Mewtwo. So, momentan die Generation 3 Pokémon, da überlegt jeder, was soll man sich so holen, welche Nester gibt es und Bummels steht bei manchen gerade im Fokus. Denn Letterking kann heftige Wettkampfpunkte erreichen. Aber ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, gegen so ein Teil zu kämpfen. Gegen dieses schlafende Vieh. In der Arena habe ich es noch nirgendwo gesehen. Nicht mal ein Bummels. Aber auf Reddit hat jemand einen Screenshot gepostet von seinem Machomai. Und zwar hat er ein 4500 WP Letterking mit diesem Pokémon besiegt
Und nach 3 Durchläufen, also man muss ja ein Pokémon 3-mal besiegen, um es vollständig aus der Arena zu kicken, sofern nicht dagegen gefüttert wird. Nach 3 Durchläufen sahen die Lebenspunkte so aus. Ja, das war alles, was hier fehlte. Vergleicht man das mit einem weitaus schwächeren Hytera und einem weitaus schwächeren Relaxo. Also, ich glaube, Letterking ist ein bisschen zu overhyped und das war mir von Anfang an klar, als damals schon die Berechnungen durchgeführt wurden, welches Pokémon wird welche WP bekommen. Und das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, das zeigt, Wettkampfpunkte in Pokémon Go sagen rein gar nichts aus. Ein Vorteil ist, wenn dieses Pokémon zum Beispiel 4500 WP hat und man besiegt es, bekommt man 45 Erfahrungspunkte. Denn also die Arena-Erfahrungspunkte. Die Arena-Erfahrung wird dadurch berechnet, Wettkampfpunkte des Gegners, dividiert durch 100. Und 45 Arena-EP, das sind entweder 45 Verteidigungsminuten oder 4,5 verfütterte Bären oder ein Bruchteil eines Raids oder circa die Hälfte des Werts, den man erhält, wenn man ein Pokémon reinstellt. Also man kann schon ein bisschen leveln, aber man darf sich jetzt nicht den allerbesten Arena-Verteidiger erwarten und da muss man auch überlegen, ob es nicht eventuell sinnvoller ist, wenn man noch einen Hytera hochlevelt mit dem Sternenstaub oder wenn man noch einen Relaxo hochlevelt mit dem Sternenstaub. Jetzt nur mal die Info, mal schauen, wann ich eines in einer Arena finde, dann kann man auch mal Gameplay sehen, aber seid nicht enttäuscht, wenn das Pokémon dann doch nicht so stark ist. So, und dann will ich noch zum Wetter kommen, das ist momentan auch in aller Munde, besonders weil es bei uns regnet, schneit, Wind, bewölkt etc., also da ist alles mit dabei. Das extreme Wetter. Bei sehr vielen Wetterzuständen sieht man so einen roten Balken, da steht nochmal dran, Achtung, hier irgendwie extremes Wetter, aber das darf man nicht verwechseln mit dem komplett extremen Wetter, wo so ein Rufzeichen in der Mitte des Bildschirms erscheint. Wenn das nämlich ist, bedeutet das, es gibt gar kein Wetter und alles ist wie gehabt. Keine erhöhten Sternenstaubbelohnungen, kein erhöhter Schaden, keine erhöhten Spawns für gewisse Pokémon. Da ist alles wie gehabt. Und Pokémon möchte dann eigentlich, beziehungsweise Pokémon Go und Niantic möchte dann eigentlich nicht, dass man rausgeht. Jedoch muss man da auch sagen, diese extremen Wetterbedingungen, die werden wohl viel zu leicht schon ausgelöst. Wenn die Wetterstation sagt, dass zum Beispiel viel Schnee gerade vom Himmel kommt, vom Himmel fällt, dass die Autofahrer ein bisschen vorsichtig fahren sollen, dann ist das schon, löst das schon diesen roten Balken teilweise aus und es heißt ja eigentlich Pokémon Go und nicht Pokémon Drive oder so. Von daher sollte das im Prinzip keinen großen Unterschied ausmachen und wenn es schneit, dann weiß ich schon, dass ich meine Schneestiefel anziehen sollte. Aber mal schauen, ob da hier noch irgendwelche Anpassungen in Zukunft folgen werden, dass dieses extreme Wetter mit dem Rufzeichen nicht so einfach ausgelöst wird. Aber ein bisschen kann man die Antik auch verstehen. Angenommen, irgendein Hurricane steht gerade an und dann sagen die im Spiel, ja, es ist gerade windig, geht raus und fangt Pokémon, es gibt Bonus-Sternenstaub. Klar, dann hat Niantic auch Probleme sozusagen, aber momentan ist die Grenze, glaube ich, ein bisschen zu nett eingestellt. Und einige Leute kommen da gar nicht in den Genuss irgendwelcher Boni. Aber, wie gesagt, nicht diese beiden Dinge verwechseln. Dieser kleine rote Balken bedeutet nichts. Nur, wenn komplett steht, extremes Wetter, dann gibt es keine Boni. Und dann noch eine Sache, da hat jemand auf Reddit, der User RBHFD, herausgefunden, dass die Boni nicht von der aktuellen Position beeinflusst werden, sondern von der Position des Pokémon. Ist eventuell logisch, aber im Prinzip genau wissen konnte man es nicht. Da steht er zum Beispiel ein paar Meter weiter vorne und es regnet oder schneit, Schnee dürfte das sein, und dann geht er ein paar Meter zurück und das Wetter verändert sich, aber man erkennt anhand dieser Symbole, anhand des kleinen Wirbels bei dem Pokémon, dass die gleichen beeinflusst sind. Und das hat sich nicht geändert, weil er jetzt in einer anderen Wetterzone ist. Bedeutet also, es kann sein, dass man selbst Schnee sieht
und dann aber trotzdem ein anderes Pokémon außer Eis und Stahl beeinflusst wird, einfach weil es ein bisschen weiter weg ist und wenn man dort dann hinläuft, ändert sich das Wetter und von daher die Boni, genau. Ja, und eine Sache wollte ich noch anmerken, nachdem ich jetzt mit Go Plus auch einiges testen konnte, es ist so, wie ich es vorhergesagt habe, und zwar flüchtet viel mehr. Denn die Pokémon, die vom Wetter beeinflusst werden, tauchen auch in enormen Mengen auf und die haben immer höhere WP und ein höheres Level. Unterm Strich ist also die Fangchance mit einem Pokéball niedriger und Go Plus wirft einen ganz geraden Ball ohne Curveball, ohne Himbeere, ohne Superball, Hyperball. Also nur der Pokéball ganz gerade und da ist eine verschwindend geringe Fangchance. Man fängt eher nur die schwachen Pokémon, aber jetzt, wenn die Wetterboni eintreten, dann sind die Pokémon eher stärker. Das heißt, ich würde sagen, wenn gerade ein Wetter aktiv ist, und das ist ja fast immer der Fall, dann gibt es unterm Strich mit Go Plus zumindest vielleicht sogar weniger Sternenstaub. Es tritt zwar dieser Bonus ein, aber es flüchten dann noch viel mehr Pokémon. Bisschen schade, aber was soll's. Das ist eben der negative Aspekt davon. Ansonsten würde ich mal sagen, war's das mit allen News und Neuigkeiten aus dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und es geht einfach nicht so weiter.